Yo, here I am again. Hier bin ich wieder. Ja. Was soll ich sagen? What should I say? I will go down now. Ich werde jetzt runtergehen und mir was zu essen machen. Währenddessen lasse ich so ein bisschen den Livestream laufen. Ja, damit man halt so ein bisschen was Persönliches bei mir sieht. Naja, persönlich sowieso mein Face. yes. Ja. Alright. Let's go. Ja. Let's get down here. Hey there. What's up? Who's there? Ah, Erik. Moin, Erik. Was läuft? Hab grad so ein bisschen Heißhunger, deswegen. Echt jetzt? Was heißt hier echt jetzt? Ich hab über 1000 Abonnenten, über 1000 Follower. Also was jetzt echt jetzt? Was heißt das denn jetzt, Digga? Echt jetzt? Also jetzt echt mal. Ja, guck doch, 1008 Follower habe ich jetzt. Deshalb kann ich jetzt live gehen. Und meine ganze Community auf TikTok hier ein bisschen bespaßen. Deshalb. Ich bin halt ein Überflieger, was Social Media angeht. Deshalb kann ich schön meine Community bespaßen und gleichzeitig auch so ein bisschen in mein Image stecken. Bin halt ein Vorreiter der Social Media sozusagen. Ich meine YouTube. Wie lange mache ich YouTube schon? Recht lange. Deswegen. Was ist das denn hier? Zerfetzter Stinkekäse? Alles klar, läuft bei diesen Leuten hier auf jeden Fall. Die haben sich auf jeden Fall nicht geändert. Zerfetzen Käse, wie sie lustig sind und machen dafür und sagen dafür gar nichts, ey. Ja, genau, den Gouda Käse haben sie auch mal eben schön zerfetzt hier. Guck dir das an. Alter. Also den Leuten hier will ich mal ordentlich eine reinsemmeln. Hier, oder das hier. Was ist das? Was ist das? Warum? Ach, moin, Pascal. Was ich hier mache, ich mache hier ein Käse-Wurst-Sandwich und das packe ich dann in die Mikrowelle. Hier. Und das hier ist gerade das, was ich mache. Und ja, das ist gerade so das, weil ich habe gerade so mega Hunger und den Hunger will ich stillen, bevor ich hier noch vom Fleisch fall. Ne? Das wollen wir ja nicht. Jeder Mensch muss was essen, egal was es ist. Und wenn es dann nur so ein Sandwich ist, das zubereitet wurde und der Deckel passt nicht mal. Welcher Trottel packt so einen Deckel hier drauf? Wer? Ja, mitten in der Nacht, klar, Nachtsnack. Immer doch. Es ist 10 Minuten vor Mitternacht, also könnte es auch glatt ein Mitternachtssnack sein. Ich bin halt bei sowas nicht wählerisch. Das muss ich noch dazu sagen. Mitternachtssnack sind immer noch die besten.
Das kann ich gleich sagen. Und wer was dagegen sagt, der hat den Schuss nicht gehört. Ganz sicherlich nicht. So. Jetzt muss ich mal. Wer hat heute Dienst gehabt? Das kann ich doch im Livestream nicht sagen. Wenn ich jetzt irgendwelche Namen sage, dann ist das nicht gut. Das kann ich dir später vielleicht offline sagen, Pascal. Aber jetzt gerade im Livestream ist das nicht gut, wenn hier nachher keine Ahnung wie viele Leute kommen. Da außerdem ist hier noch ein Außenseiter, der am Start ist. Deswegen, ich sage hier keinen Namen. Das hier ist online. Ich kann dir später vielleicht im Chat was sagen. So. Und wenn das hier so ein bisschen vor sich hin summt, kann ich ja noch ein bisschen mit den Leuten hier quatschen, die bei mir sind. Drei Leute. So. Ach, ich bin gerade so froh, dass ich Livestream machen jetzt machen kann, weil sonst könnte ich das hier nur über Instagram oder über YouTube. Aber jetzt auch noch auf TikTok. Mega geil. Sehr gut. TikTok ist ja das YouTube von heute. Was gibt's Neues bei uns? Ach, nicht viel. Das eine Badezimmer bei uns musste repariert werden, weil da die Fliesen draußen waren und so ein bisschen scheiße. Und ja, das Ding ist halt, ich wusste selber nicht, wieso, weshalb, warum. Oh, es sind neue Leute dazu gekommen. Hey, everyone. Moin. Was geht? Lass mal ein Match machen, Bruder. Ich habe noch nie ein Match gemacht. Ich kann mal versuchen. Perfekt. Alles klar, Leute. Haut rein, haut die Likes rein. Wir brauchen Likes. Ja, drei Likes direkt, für, 6 Likes direkt für dich, 12. Ich bin neu auf diesem Ding, also es kann gut sein, dass du gewinnst. Okay. Leute, liked. Haut die Likes rein, haut die Likes rein. Wir brauchen komm, Likes. Das denn? Schaffst du das? Komm, gib ihm. Kommt schon, Leute. Wenn wir jetzt hier verlieren, ich verzeihe es euch nicht. Ich habe hier nämlich nur 4 Leute, die sich meinen Livestream anschauen. Ich bin neu auf dem ganzen Ding. Ich bin ab erst. Ich habe acht. Okay. Ja, ich habe 3. Die erste Schatztruhe kommt in 1 Minute. Alter, du hast 21, ich habe 6. Leute, kommt schon. Haut die Likes rein, ey. Ich will echt was sehen. Hey. Woher kommst du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Echt? Ich wohne ja in Niedersachsen. Nice. Ja, ich bin hier gerade. Du bist hier gerade voll reingejoint. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und jetzt auf einmal ein Match. Ich habe Matches nur von anderen gesehen. Bei Lukas Rieger zum Beispiel. Der macht sehr oft Matches. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier selber ein Match reingepfeffert kriege. So, geht das Licht an? Ja. Ja, ich habe mir gerade so ein bisschen was gemacht. Kleine Stimme. Nice. Ja, ich habe dann voll den Heißhunger gekriegt. Bin nämlich heimgekommen gerade, habe dann Livestream gestartet. Vorher habe ich noch was für meinen zweiten Kanal gemacht. Bin nämlich auch auf YouTube tätig. Sorry für die Dunkelheit. Und dann habe ich den Livestream angemacht, als ich gemerkt habe, dass mein Handy wieder volle Leistung hat. Und ja, tada, und jetzt bin ich wieder in meinem Raum, wie man sieht. Nicht schlecht. Ja, ich bin halt, wie gesagt, YouTuber. Meine YouTube-Kappe. Okay. Ja, die habe ich halt auch angefangen, die trage ich jetzt auch halt hier, ich nehme auch meinen YouTube-Kanal auch bei meinem, auch oben beim als Namen habe. Real Agent Nater. Okay. Und auf YouTube heiße ich auch Agent Nater. Machst du YouTube oder bist du nur auf TikTok unterwegs, Finn? Ich mache TikTok und ein bisschen YouTube, aber da läuft nicht so gut. Okay. Was läuft denn da nicht so gut?
Ja, ich mache halt eigentlich nur Livestreams auf YouTube, aber ist okay, aber läuft nicht so gut wie auf TikTok. Auf TikTok läuft es richtig gut. Ja, ich bin. Vielen Dank für die ganzen Spenden, die da reingekommen sind. Ja, ich. Spenden kriege ich hier relativ. Du hast gerade drei Rosen bekommen, Digga. What the heck läuft bei dir? Ich mach bei dir mal gerade mal das Plus weg. Ja, Plus ist weg. Dann mache ich bei dir auch mal das Plus weg. Dann, Danke, Digga. wie viele Abonnenten hast du so auf YouTube? Auf YouTube habe ich, warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken. Your Channel. Gerade mal wegs. Come on. Ach. Ich, Mann, mal zeigt mir Oprah Jax das auch nochmal nicht. Blödsinn, ey. Come on, reload. Ich nutze nämlich Ich Oprah habe das Jax. Bild von dir. Vielen Dank. Ich nutze nämlich Oprah Jax nämlich auch auf meinem Laptop, auf meinem Computer und auf meinem Handy. Warte mal ganz kurz. Auf Minitubia sieht man ja auch. Ich habe 9 Likes, du hast 34. Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut Aber du aus. hast gerade auch was gespendet bekommen. Wie war das? Ich hab, ach Gott, danke für Ich die auch. drei Rosen, Merlin. Ey, danke, Mann. Sehr herzig. Tolle Sache, tolle Das Sache. ist ein bisschen mein. 907, sag ihm mal, dass ich. Ach, Pascal hat gerade dein Plus geklaut. Ah, vielen, vielen Dank. Mir fehlt auch nicht mehr viel, da habe ich die 2000 Follower auf TikTok. Ah, cool. Ja, ich habe auf YouTube habe ich 937 Abonnenten. Ah, nice. Ja, da fehlt mir auch nicht mehr viel zu 1000. Ja, ich bin halt sehr aktiv. Ja, Pascal schreibt gerade kein Thema auf dein Danke hin. Ah, Vielen, 9, vielen Dank. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Ende Gelände. Ah, schade. Ist halt so. Erstes Match, da kann man nicht immer gewinnen, ne? Wollen wir es nochmal versuchen? Vielleicht geht da noch was. Können wir gerne machen. Perfekt, sehr gut. Währenddessen können wir uns dann noch ein bisschen unterhalten. Du bist echt ein cooler Typ, Mann. Auch vielen, vielen Sehr cool. Ja, mein Content auf YouTube ist tatsächlich auf Gaming ausgerichtet. okay, nice. Gaming und Musik halt so beides. Was sagst du so? Unterschiedliche Sachen halt von PlayStation 1 Games über PC Games. Ja, auch schon Thrill Kill gezockt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ich glaube nicht. Das ist so ein Game, das wurde nie released. Das war mal ein Game, das Virgin Interactive gehörte. Dann hatte EA Virgin Interactive aufgekauft. EA hatte dann da dementsprechend die Rechte über dieses Game. Und die meinten dann so, nee, das könnte uns den Ruf kosten. Und dann hat EA das die Release, den Release von Infrical gleich direkt in die nächste Schublade gefeuert. Ein Programmierer hatte aber dann es nicht auf sich sitzen lassen und hat dann direkt die ganzen die Fortnite Gang 4. Hi, willkommen im Stream. Haut mal die Likes raus. Wir brauchen Likes. Der gute Finn hier hat 12 Das ist Likes. Ich habe mega noch gerade gut. 0. Wo bleibt ihr, Leute? Die Likes müssen fließen. Darf ich fragen, machst du so Umsatz im Monat so von YouTube? Gerade noch nicht. Also man muss ja, glaube ich, wie viele Abonnenten muss man haben? Man muss eine bestimmte Anzahl an Abonnenten haben, damit man halt Umsatz machen kann. Weil sonst ist das nichts. Weil sonst geht nichts. Deswegen. Okay, Auf jeden also Fall. machst du das jetzt mit dem Start. Ja, genau. Ich bin auch leicht am Anfang. Ich hatte mal einen YouTube-Kanal gehabt, der hatte 615 Abonnenten und dann wurde der direkt gesperrt. Copyright Strikes ein nach dem anderen und dann bin ich direkt geflogen. Ja, und dann habe ich ja, und dann musste ich halt wieder von neuem anfangen. Das kam halt, weil ich englische Folgen hochgeladen hatte von Digimon.
Ich bin Anime-Fan, by the way. Okay. Ja, und dann habe ich halt, ja, und dann, und da hatte ich dann halt das amerikanische langweilige Opening ausgetauscht gegen das Fancover von einem Web. Habt die Folgen dann neu hochgeladen. Ja, und was macht YouTube? Strike, 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 strike. Ein nach dem anderen, und da war ich raus. Und dann saß ich dann da und irgendwie hab ich nur gedacht, ja, danke schön, YouTube, ihr Arsch, ihr Ärsche. Da könnt ihr mal ganz getrost eure eigenen, ne? Ja, Weiterentwickeln, auf jeden Fall. Und dann habe natürlich schade. ich, ja, und dann hab ich gleich direkt, was, ein, zwei Tage danach oder sowas, habe ich dann einen neuen, Account eingerichtet und habe dann neu angefangen. Okay. Aber deine Cappy machst du schon so Merch und so? Oder? Ja, das ist halt kompliziert. Ich habe halt versucht, einen Merch-Store zu eröffnen über eine Webseite, aber das ist halt so fucking kompliziert. Ich wollte die über eBay versteuern, über eBay verkaufen, die ganze Geschichte. Aber dann gibt's so viele Sachen, die man zu beachten hat. Wie verkaufe ich die? Wie muss ich die angeben? Etc. pp. Und bla. Und ist halt ein Abschuss. Das fuckt auch richtig ab. Deswegen. Die Kappe, die habe ich auch mir mal nur selber erstellt. So als kleinen, ja, kleinen Wiedererkennungswert halt. Ja, okay. Ja, Hansa, deswegen. echt eine gute Nacht. Ja. Wenn du Bizeps zeigen willst, dann gleich. Ja, mache ich gleich. Nach dem Match. Ich habe hier Ja, wir nicht so. sind leider nur noch vier. Ja, bei Mal mir ist gucken. nur noch ein einziger. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Steht ja auch gar nicht. Tolle Wurst. In dem Punkt ist TikTok noch ein bisschen verglitscht. Zeigt mir zwar da oben eine 1 an, aber da steht dann No Viewers. Dankeschön. Dankeschön, echt jetzt. Also, da muss TikTok noch ein bisschen nachbessern. Bei solchen Auf jeden Geschichten. Fall. Weil sonst ist es echt ziemlich blöde. Ja. Das habe ich aber auch sehr, sehr viel, dass ich halt, ja, war klar. War klar, dass du wieder gefilmst. Ich muss leider los, war sehr nett bei dir. Alles klar, Also, ja. War cool auch mit dir. ja. Sehr cool. Viel Spaß noch. Jo, Ciao. wünsche ich dir auch. Ciao. Oh Mann. Das war schon echt. Das war schon eine echte harte Nummer. Okay, jetzt kann ich meinen Snack auch hier endlich snacken. Aha. Dieser Guy war auf jeden Fall korrekt. So, was machen wir nun? Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir jetzt machen. Ich habe auch bisher kaum irgendwelche Zuschauer. Ach ja, scheiße. Muss ja auch mal schauen hier. Ein Download ist beendet. Dann kann ich jetzt ab. Halt, bevor ich einen Upload starte. Ach komm. Nein, X. Gib erstmal mir meinen anderen Kanal her. Kanal Numero Dos. Switch Account. Ja, HM Nata Reads. Jo. Einen einzigen habe ich zurzeit auf der Leitung. Einen einzigen. Wo sind die anderen? Oh Mann, ey. Habe hier eine Wishlist. Sehr interessant. Set a goal. 20 Roses. Confirm. Manage Wishes. Ja, safe. Dankeschön. Perfekt. So können wir das belassen. Habe zwar nicht ich ausgesucht, aber meine Fresse. Warum nicht?
So. Steuerung C. Klick. Dann klicke ich mich mal hier durch die ganzen Optionen durch. Zack. Oh. Ich weiß zwar nicht, wie ihr so denkt, aber es ist schon echt hart, wenn man verliert, weil man kaum Leute hat, die den Like-Button klicken. War aber irgendwie nice, mal jemanden zu haben, der mal online kommt. Von einem anderen live. Ne. Ja, doch. Das war's. Sehr gut. Support from Video. Ach, Leute. Moin. Moin. Na, Was da kommt ja passiert? noch. Huch, und wieder raus. Genau. Naja. War ja ein kurzer Besuch von ihr. Pfeff-Mischling. Naja. Braucht man ja nicht unbedingt drum zu trauern. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Bin ich mal sehr gespannt, ob hier noch jemand reinjoint. Oder ob ich Klappe dicht machen kann. Nobody knows. So. Bin, glaube ich, einigen Leuten zu weird. Naja. Muss ja auch nicht unbedingt sein, dass man immer normal ist. Ja, ich mache ja schon. Meine Fresse, YouTube. Musste ich immer gleich anfangen zu nerven. Alles klar. Mal sehen, wer hier noch reinjoint. Na komm. Scheiß Maus. Zack. Ja, was soll ich sagen? Irgendjemand hat mir per WhatsApp geschrieben. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben sämtliche, das halt der Stellenfolge Mabel.
sowohl an den Glasfenstern als auch an den Metallstäben, als auch teilweise an den Mülltonnen und so, also die sind richtig zugenagelt, einige Bushaltestellen. Hey, DX, was geht? Aber es geht gut. Oh Mann, ey. Ah, ich guck mal, ob ich irgendwie. Co-Host. Waiting for Co-Host. Der Host klingt den Wald. Mist. Das war natürlich, das war. Timeless. Dann bin ich mal gespannt, ob der Host antwortet. Sehr gut. Das war natürlich wieder mal klar. Ich schaue mal eben ganz kurz durch, ob es hier irgendwen gibt. Eventuell. Okay, die kann ich nicht. Currently co-hosting. Vielleicht die Person hier mal in Host. Na, bin ich mal gespannt, ob die Person antwortet oder nicht. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Weil das würde vielleicht so ein bisschen diesen hier ein bisschen auffrischen. Den Reply. Ja, super. Antwortet nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine Auffrischung. Und wenn es nur eine kleine ist. Eventuell. Nur ganz eventuell. Ach, wo ist da 9 online? Vielleicht kann ich mich ja da mal rein. Mich ja da mal reinmogeln. Das ist ja bestimmt eine sehr gute Sache, wenn jemand mal mit mir zusammen. Back to the host at the time. Unable? Oh, schade. Vielleicht. Ja, vielleicht du. Vielleicht. Ah. Hi. Das musste sein. Das musste jetzt sein. Okay, ich schau mal weiter. Nehme ich ihn mal. Hoffentlich bringt das ein bisschen Schwung in die Kiste. Da ist Chin between Data und Wi-Fi. Declined. Das war natürlich doof, dass er jetzt declined hat. Okay. Das ist nicht gerade Gigi-mäßig, was hier abgeht.
84 sind live bei Timeless. Oha! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jemand... Coco VR! Hi! Willkommen in meinem Livestream, der zurzeit ein bisschen ausgestorben ist, weil irgendwie ist nicht gerade die Zeit gerade oder der Ort oder wie auch immer. Carlos Mutter, die Ranzige. Hi! Sehr seltsamer Name, aber moin. Willkommen im Livestream, der etwas ausgestorben scheint. Ich weiß, es ist halt ein bisschen blöde gerade. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr dazu schalten später, weil, ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie komisch, dass ich halt, dass ich halt komplett einen Livestream habe, aber nur eine einzige Person da ist oder halt gar keine Person, je nachdem. Als ich vorher einen Livestream gemacht hatte, da waren meine 3, 4, 5 Personen online. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Richie 7 joined. Ja, oder auch nicht. Richie, bist du da? Wenn ja, schreib mal in den Chat. Wenn nicht, lass es. Scheint so wohl, als wäre er nicht da. Schade, Schokolade. Sind das auch alles nicht gerade Deutsche? Klar. Ich schau noch mal kurz, ob es nicht doch vielleicht 271. Jetzt warte ich mal ganz kurz, ob die Person... Das wäre natürlich richtig nice. Würde vielleicht ein bisschen auch das Ganze... Ja, moin! Was auch immer. Currently scrolling. Gibt's hier irgendwelche, die eine aus Trabzon? Was? Ich weiß zwar nicht, was das sollten hat, aber okay. Ich mach mal hier. Vielleicht sitzt das. Die Kleinste nicht, hoffentlich nicht. Es ist halt, wie gesagt, ein kleiner Livestream hier nur. Ich hab null Zuschauer, auch nicht. Fast declined, auch nicht schlecht. Halleluja. Was hätte ich auch anders erwarten können? Squash Auto 2. Macht der was? Declined direkt. Wow. Na, wie viele Leute kriege ich hin, dass die decline? Wahrscheinlich ziemlich viele, wenn du mich wenn ihr mich fragt. Die Unsicherheit, die mir nicht mal dazu schauen. Naja, es ist halt für mich nicht gerade die große Sache. Annalena 1. Ich gebrauche sehr, sehr viele Zuschauer. Snaps, was? Nee, Sanapap. What? Na denn, mal gespannt. Ob die Person... Moment, hat sie declined schon direkt? Okay. Das ist ziemlich schnell. Die hat den Finger schneller an den Invite-Knopf. Was? Was? Okay. Das schockt mich, die so fix ist. Okay, TikTok-Fuchs. Na komm, TikTok. Aber leise. Gute! Du hast ja das Greenscreen hinter dir, geil! Das ist so ein richtiger TikToker, mach mal. Mute-Knopf. Bist du richtiger TikToker? Ja, also.
TikTok und YouTube mache ich beides, sowohl als auch. Obwohl bei TikTok läuft es gerade irgendwie ein bisschen besser als bei YouTube, den Anschein. Obwohl ich mache gerade einen Livestream und da sind kaum Leute drin, was ein bisschen enttäuschend ist. Match Invitation, ja, da werdet ihr sich mit Sicherheit gewinnen. Da werdet ihr mir mit Sicherheit gewinnen. Alle liken. Ja. Alle liken. Bei mir sind auch wenig Zuschauer. Ich hatte eben mehr. Ich habe jetzt 2 Zuschauer. Leute, gebt die Likes raus. Wir brauchen die Likes. Gebt sie raus. Ai. Bei mir liken. Alle von ihm zu mir rüberkommen und bei mir liken. Ihr wisst Bescheid. Aha. Ich habe nicht so viele. Kommt ihr alle bei ihm. Ja. Kommt zu mir rüber. Haut rein. Ja. Kommt zu mir rüber. Haut rein. Ja. Jetzt will ich was sehen. Liken. Meine Community ist zu stark, Bruder. Ich habe nur 3 Zuschauer, aber die klären sich. Ja, ich habe 1 Zuschauer und 3 Likes. Und du hast 9 Likes. Ja gut. Das ist klar, aber ich glaube trotzdem an die Leute, die hier reinkommen und liken. Wenn sie wollen. Es ist halt, das ist halt so. Hä? Genau. Wie heißt du? Wie ich heiße. Ja, wie heißt du? Wo jetzt? Dein Name. Ach so, mein Name. Ein richtiger Name oder was? Dein Künstlername. Oh, das war Marok, mein Bruder. Grüße gerne. Agent Nater. ACHAMPNATOR. Jungs, krass, deutscher Name. Krass, richtiger. Doch, das ist ein Künstler. Krasser Künstlername. Und was machst du aus? Läuft YouTube besser als TikTok, oder? Naja, nicht ganz gut. Ich habe 937 zur Zeit. Krass. Wie viele Aufrufe machst du so? Ich guck da nie wirklich sonderlich groß drauf. Ab und an schon, aber nicht sonderlich groß. Ich kann ja mal eben ganz kurz gucken. Mein Computer ist hier gerade zu meiner Rechten. Vorne zu links. Wir wünschen dir viel Erfolg, mein Lieber. Letzte zu links. Letzte Papier, letzte Tür links. 908. Analytics. Was haben wir denn hier? Overview. Also, zur Zeit. Bitte? Der hängt alle. Deswegen. Der hängt leider. Ja, das Netz ist hier gerade ein bisschen scheiße. Vorhin war es, Bruder, darf sich das nicht gehören. Dein Netz müsste top sein. Ein YouTuber muss top Netz haben. Das Ding Greenscreen, Bruder, brauchst du auch gute Netz. Seine Wand ist grün. Pass auf. Das Ding ist halt, ich wohne in einer WG. Wohne auch in einer WG. Wie viele Leute hast du? 5. Ich wohne hier mit insgesamt 8 Leuten zusammen. Ja. Wir teilen uns alle das Netz. Wir sind insgesamt zu 9. Boah, Alter. Wir sind insgesamt zu 9. Das musst du mal reinziehen. Und wenn 9 Leute sich ein Netz teilen, dann kann es sein, dass das so slow geht, dass man teilweise auch nichts mehr machen kann, großartig. Mal geht's gut, mal geht's nicht gut. 10.000 Liken. Weiter liken. Ja, Mann, ich verstehe das auf jeden Fall. Du hast recht, Bro. Bei mir ist auch so immer. Mal habe ich gutes Netz, mal habe ich keinen. Das ist leider so. Da hast du es. Deswegen. Ich versuche halt immer so gut wie es möglich. Aber ich habe ein Spiel nur hinter mir. Bruder, was bringt du? Doch, Bruder, der Hänge. Hä? Doch, für Bruder. Wo? Achso. Ah. Bruder, der hängt. Ich spüre meinen Finger nicht. Das muss nicht mehr. Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, Bruder. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt. Deswegen ist es halt so, dass hier die Kunden irgendwie scheiße. Und ich muss auch noch dem Computer einen Hotspot geben, Handy aus,
weil der Computer selber irgendwie ein bisschen scheiße ist, was Internet angeht. Ja, und deswegen, ja, aber Views, ich habe in den letzten 18 bis 17.000 Views gemacht auf meine Videos von meinem Account. Krank, Alter, krank! Alter, ja, war das. Nee, mein Bruder, wollte ich noch ein Match machen? Ja, komm, hau rein. Ja, so viel. Das macht halt. Ich hab ja nicht alles zu verlieren. Deswegen, hau rein. Du brauchst einige Likes, um mich dann wieder auszuwuten, aber okay. Ja, wir sehen es doch schon. Ey, boah, aber nach diesem die sagen, ich hänge jetzt auch leider, Bruder. Mein Internet hängt jetzt auch leider. Ja, ich merke es jetzt. Jetzt lenken wir beide um die Wette so leicht. Jetzt legen wir beide so leicht um die Wette. Das ist halt der Nachteil, wenn man in einer verfluchten. Ja. Und er ist raus. Okay. Okay, gut. Jetzt ist er raus. Naja, egal. Dann ist es halt so. Ja, coole Sache. Dass ich jetzt auch mal einen Erfolg verbuchen konnte, was die ganze Sache angeht. L84 Fun. Sehr coole Sache, dass du da bist. Na, kann ich dir live gehen? Geht das? Oder ist das mehr? Leider noch nicht. Leider geht's noch nicht. Ja. Ein bisschen schade, dass ich, congrats on the win. Enjoy 3 minutes victory and ask the losing host to complete the funny task. Das mache ich nicht. Ich bin kein Arsch. Auch wenn es irgendwie witzig wäre. Ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Was soll ich machen jetzt? Bin gerade ein bisschen ratlos. Ein Livestream zu schalten ist eine Sache, aber ein Livestream zu führen ist eine andere Sache. Zwei Leute sind da. Wer ist die Nummer 2 hier im Stream? Ah, kann man gerade nicht sehen. Sehr witzig. Infobox hilft mir auch nicht. Dankeschön. Dankeschön. TikTok. Lass mich hier natürlich noch ausbügeln mit eurer ganzen Geschichte da oben. Wer da ist und wer nicht. Ich hasse zwar gerne ein Livestream, aber wenn er dann so krass ist, dass er. Dass ich nicht mal sehe, wer da ist und wer nicht. Ich sehe zwar den L84 Fun, aber sonst ist es halt sehr schade drum, dass man sonst keinen sieht. Ach ja. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gerade so überlege, was ich noch machen kann. Ich habe ja auch schon mal Songs geschrieben. Einige. Ich überlege mir gerade schon, ob ich meine Gitarre aus der Ecke hole und eventuell ein paar Songs vorführe. I act for fun. You act for fun? Okay. Well. What do you mean with that? Also schlafen gehen. Toxic Demon. Demon.
Ich weiß zwar nicht, was ich da mache, aber ich werde auf jeden Fall gewinnen. Hab 3 Likes schon in der Tasche. Aber bei mir sind noch keine Zuschauer drin. Ah, ja, bei mir sind es auch nur wenige. Was machst du denn da? Spiel GTA. Okay. Und dein Bildschirm ist dunkel oder was? Hm? Und dein Bildschirm ist dunkel oder was? Ja, mein Tablet macht gerade an. Okay. Nee, ich mach das Ganze über mein Handy. Und ich hab. Ja, ich kann gerade nicht mit Handy streamen. Wieso das denn nicht? Was ist denn jetzt los? Leer. Willst du es nicht aufladen? Nein, kein Bock. Die kein Bock, Masche, alles klar, läuft. Okay. Ja, normal. Na ja. Ich hab auch zu einigen Sachen gar keinen Bock. Das ist halt so, ne? Ja. Selbst. Ciao, L84 fahren. Da verabschiedet sich schon jemand aus meinem Live, weil er pennen muss. Obwohl es erst 0.32 Uhr ist. Es ist erst eine halbe Stunde nach Mitternacht. Was für ein Tragedy. Du scheinst mir ja recht jung zu sein. Ja, ich bin 12. Oh. Ich werde 13. Oh, okay. Krass. Wann wirst du 13? Am 28.06. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Das ist nächsten Monat schon. Also, ja, genau einen Monat. Ja. Ist schon krass. Ja, L84 Fun. Ich hatte auf jeden Fall Fun, dass du da warst. Ruh dich aus. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ciao. Dich meinte ich doch nicht, Toxic. Ich meinte einer meiner Zuschauer. Ach, okay. Ja, ich habe hier einen, der hat noch wenig Akku auf seinem Handy und er muss auch selber pennen gehen. Deswegen hat er sich gerade aus meinem Chat verabschiedet. Oh. Ja, jetzt hier nachgefahren. Bis später. So. Ah. Soll ich dir verraten, wie alt ich bin? Ja. 25. Ich hätte dich jetzt 22 geschätzt. Boah. Es gibt auch einige, die mich immer so zwischen 15 und 18 schätzen. Das nehme ich auch. L84 von meinem, dachte er, ich wäre 24. Ja, da wärst du auch ganz schön knapp dran gewesen bei mir, mein lieber L84. Ja, ich selber bin schon relativ. Hä? Was meinst du? Ich kann gar kein Dings, kann keine Spenden im Moment bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe ihnen schon, die haben geschrieben, wir sollen die kontaktieren, haben wir jetzt gemacht. Und keine Ahnung, was jetzt ist. Ja, keine Ahnung, also ich habe Spenden bekommen. Schon ein paar. Es ist, seltsamerweise ist es auch so, dass halt alle Terminals nicht gehen, also alle Karten bezahlt Terminals. Hm. Das habe ich nämlich auch zur Zeit gehabt. Also zum Beispiel heute habe ich das gehabt, da wollte. Gestern. Da wollte ich was bezahlen und dann hat das Terminal einfach nur gepiept und meine Karte entnehmen. Und trotzdem hat er nichts weiter gemacht.
Aber ich habe schon die ganze Zeit über gelesen, auch die ganze Zeit überall gelesen, dass die Kartenterminals irgendwie am Arsch sind. Hab bei dir übrigens das Plus weggemacht, Toxic. Jo, danke, mach ich bei dir auch. Sehr coole Sache. Hab ich gemacht. Sehr cool, danke, Mann. Und ich brauche einen YouTube-Kanal, falls du da mal reinhinsen möchtest, das auch gerne machen. Heißt du genauso, da? Mein YouTube-Kanal ist auf meinem Profil hier verlinkt. Ja, schau, ich gehe mal vorbei. Jo, wäre eine coole Sache. Wie gut ist dein Englisch? Nur so nebenbei gefragt. Nicht das Beste. Okay. Könnte vielleicht reichen bei mir. Weil mein Kanal ist nämlich großteils nur auf Englisch ausgelegt. Warum? Englisch ist eine internationale Sprache, die jeder versteht. Das ist gut. Ja, genau. Danke, L84 für das Plus. Sehr coole Sache. So, bei dir habe ich das Plus weggemacht, 1184. Na komm, lass mich runter. Ach komm. Ach, jetzt. Ja, ich bin halt einer, der halt, also zu Anfang habe ich immer gedacht, TikTok wäre useless und wäre nervig und so weiter. Und dann wollte ich, habe mich auch geweigert, auf TikTok drauf zu gehen. Und dann irgendwann, und dann letzten Jahr, Ende des Jahres, habe ich mir dann einen TikTok-Account gemacht. Nice. Ja, es war halt so eine Motivation, die von zwei Seiten ausging. Zwei Personen haben mich dazu motiviert und gesagt, ey, mach mal, mach mal, mach mal. Ich so, ja, ja, alles gut, dann mach ich halt. So, weißt du? Und da habe ich mir einen TikTok-Account gemacht und da wusste ich erst nichts damit anzufangen. Also da habe ich dann halt von halt gucken und dann irgendwann habe ich dann halt selber halt Zeugs hochgeladen. Na, macht doch eigentlich dann Spaß. Ja, im Grunde genommen ja. Lach vor. Okay, L8. Ja, stimmt, macht Sinn. Macht Sinn. Ach ja. Ja. Macht eigentlich recht viel Spaß. Und ich bin komischerweise viel erfolgreicher auf TikTok als auf YouTube, was die Vor- bzw. Abonnentenzahl angeht. Was relativ seltsam ist. Ja, schon. Und das Witzige ist, ich habe so ein bisschen den Anfang von YouTube selber mitgekriegt. Also wie das Ganze gestartet ist und solche Geschichten. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Designänderung über die Jahre hinweg war schon recht krass. Ja. Ich selber zocke PC-Spiele, auch Konsolenspiele dabei auch. Mache halt auch Let's Plays aus. Also ich spiele gerade so auf PC-GTA. Okay. Welches GTA? Aber ich spiele Fortnite auch. So okay. Ein bisschen. Das spiele ich aber auch auf Switch, weil ich spiele nur bei meinem Bruder GTA auf PC, weil ich will mir noch erst keinen holen. Okay. Welches GTA ist das? GTA Online. Okay. Naja. Naja, ich sag mal, das GTA San Andreas das beste GTA ist aller Zeiten. Also da geht nichts drüber. Es gibt jetzt auch keine großen Updates immer so. Ja. Also, das finde ich einfach gut. Ja, es ist. Das Ding ist halt,
GTA San Andreas. Ist halt ein ja, recht geiles Spiel. Das, da kann man halt recht viel mit Scheiße bauen. Ja. Das Game habe ich halt auch damals gespielt, als ich noch in meiner Heimatstadt gewohnt habe. Mit einem anderen Kumpel zusammen. Der hatte mir das halt auf dem Computer gezeigt. Und das war halt total witzig, da hat die unterschiedlichen Cheats eingegeben haben. Und hat das Spiel total damit, ja, wie soll ich sagen, verunstaltet haben. Solche Geschichten halt. Und lacht oft dran. Warum hast du Angst, aufs Klo zu gehen? Was ist bei dir los? Bei mir? Nee. Hier, einer Zuschauer hat geschrieben, dass er Angst hat, aufs Klo zu gehen. Da bin ich gerade voll ratlos. Wieso, weshalb, warum? Okay. Es gibt doch keine Monster. WTF. Wer behauptet denn sowas? Doch, in GTA kann man Mods benutzen. Ja, er macht vor Fun, hat geschrieben Monster und so. Da habe ich geschrieben, das gibt's. Da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Wie soll denn das bitte schön gehen auch? Ich meine, bei hat er geschrieben Geister und so, hätte ich gesagt, ja, vielleicht. Kann man ja nicht nachweisen. Monster? WTF? Hier kommt man die Terrorversen. Ja, ich sehe es auch. Irgend so eine Lara Müller. Also seit irgendeiner Uschi TikTok-Universen. Ei-Freundin sind TikTok University Uschi. So eine komische Uschi, die ganze Zeit TikTok-Universen. WTF? Da nochmal. Das ist sehr kaputt. Monsterunie, das ist ein animierter Zeichentrickfilm von Disney Pixar. Lara Müller. Ey, Ei-Freundin und Lara Müller, das müsste man eigentlich hier im Stream haben. Da würde man echt massenhaft Likes und Kohle kriegen für, ey. Ich frag mich, ob die die ganze Zeit hacken, weil die können die ganze Zeit hier spenden. Ich frag mich, was die mit den Münzen machen und wie die bekommen. Weil es kostet auch alles ganz schön. Ich weiß. Ich weiß, das ist ziemlich krass. Das finde ich. Ey, aber die ganze Zeit, kommt da die ganze Zeit TikTok Universe, so, was ist da los? Was ist bei der kaputt? Also wenn. Weil die machen das auch nur bei großen Zuschauern. Tolle Wurst. Viele Leute sind. Ja, tolle Wurst. Ey, wir als kleine TikToker, wir müssen echt eine Röhre schauen. Dankeschön, ey. Voll die Nasen. Wir müssen unsere Community aufbauen, bis wir die großen Communities haben und dann können wir überhaupt nicht spenden. Ja, das ist natürlich richtiger Abfuck. Ich habe
Weil sonst die eine Sache, wo ich nicht abgebucht bin, ist halt der Jumpscare. Fuck. Ich lade auch immer selten auf. Warte mal kurz. Janik, kannst du dich bei Discord anmelden? Nee, ne? Das ist Janik. Das ist mein Bruder. So, Moment, was? Bruder? Wie alt ist der? 13, 14. Aber ein Jahr älter als du? Ja. Okay, ja, ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich. Ich finde es halt immer witzig, auf andere TikToker zu treffen, die auch noch junge Brüder sind. Ja, ich bin. Ich bin alter Monitor-Gamer. Also. Ich war auf so Konsolen mit PlayStation 1 und PlayStation 2 und auch Game Boy. Ja, mein Bruder hatte früher einen Gameboy. Was für einen? Der ging auf jeden Fall ganz schnell kaputt. Na, wenn man die halt nicht pflegt, geht's nicht, ne? Ja. PlayStation 1 habe ich auch selber. Damit kann ich sogar auch Aufnahmen machen. Dafür eine externe Verkabelung. Es ist witzig, weil dieses Kabel, das ich da an meiner PlayStation hängen habe, habe ich von einem Kumpel bekommen. Der das halt nicht mehr gebraucht hatte, beziehungsweise eine Verwendung mehr dafür hatte. Und ich habe gesagt, komm, gib her. Ich habe dafür noch eine Verwendung. Und jetzt dient das für mich als Übertragungskabel des Bildes von der PlayStation 1 zu meinem Computer. Ja. Oh, er lacht vor Fun, fragt, wie geht's denn so? Ja, wie es mir geht? Eigentlich ganz gut soweit. Eigentlich ganz gut. Bisschen am Chillen hier. Ah. Ein Anruf kommt rein. Hallo? Hallo? Was geht? Ja, nicht viel. Wie hast du denn die Mods eingestellt? Ja, moin. Was hast du denn eingegeben? Im Stream telefoniert. Sehr gut. Hast du denn ordentlich okay? Hi, Finn. Also du kannst einfach Sachen, einfach E-Mails machen. Machen.
Ja, ich weiß. Ich kann gerade kein Match mit ihm machen, ja. Ey, ich könnte ich natürlich versuchen. Wie? Der war auch. Was hab ich denn gemacht mit Depresso? Ja, du warst das? Da war doch noch einer im Flugzeug. Telefoniert. Du kannst einfach irgendwo hin reportieren. Naja, einmal bist du beim Flughafen, Digga. Einmal bist du beim Flughafen, perfekt. Einmal bist du beim Flughafen? Ach Gott. Oje. Digga, was hast du denn hier für ein Dings gespawnt? Flugzeug. Und jetzt. Jetzt telefoniert, ja. Sehr gut. Digga. Ja. Tschüss, über drei, Digga. Coasting ist endet. Alles klar. Meine Freundin hat mich verlassen. Ja, lacht vor Fun. Das tut mir leid. Vincent Wishing Bottle. Ach, danke, Finn. Sehr herzlich von dir. Sehr herzlich. Sehr cool. Danke. Mein Gott. Sehr coole Sache. Eine Wishing Bottle. Ja, da ich jetzt, da Toxic jetzt erstmal aus dem Live raus ist, weil mein Telefonieren und Live sein, das geht nicht. Das geht nicht, das kann man nicht, das kann ich nicht tolerieren. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal rausgeschmissen als Co-Host. Und jetzt habe ich wieder einen Platz frei für jemand Neues, der rein möchte oder rein kann oder rein darf. Wer auch immer es sein wird. Ihr könnt auch selber anfragen. Ich nehme eigentlich im Prinzip jede Anfrage an. Als Co-Host. Weil ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool, wenn ich immer mit jemand anderes live bin. Aber wenn es jetzt wie dieser Finn, wenn es jetzt wieder wie dieser Toxic Demon ist, der halt anfängt zu telefonieren. Nö. Ich höre mir das ein paar Minuten an. Und wenn er dann nicht auflegt, dann adieu. Adieu und tschüss. Dann kann die Person sich wieder aus meinem Livestream verpissen. Es ist natürlich schade darum, weil eigentlich mag ich es mit jemand anderes co-hosten, aber wie ich bereits gesagt habe, Livestream und telefonieren passt nicht. Das passt nicht. Das ist für mich wie Tag und Nacht. Das sind zwei unterschiedliche Seiten. Zwei Seiten der Münze. Entweder man macht einen Livestream, dann geht man einfach nicht ans Telefon, oder man telefoniert, aber man livestreamt nicht. Eines von beiden muss man sich immer aussuchen. Das ist die Sache. Das ist der Knobelclou der ganzen Geschichte.
und ich weiß das, weil ich schon so lange im Netz unterwegs bin. Und so lange habe ich schon das Wissen. Ein kleiner Tag von mir. Meinen allerersten Rechner habe ich mit 12 bekommen. Ich meine, 12. Das ist jetzt 13 Jahre her, seitdem ich meinen allerersten Rechner hatte. Und seitdem bin ich im Netz unterwegs. Und man muss bedenken, den Pips, den ich da eben gerade hatte, der ist noch nicht mal 13. Der ist gerade mal erst 12. Und so lange, wie ich jetzt schon im Netz unterwegs bin, so lange ist er noch nicht mal auf der Welt. Deswegen. Es soll jetzt nicht abwertend oder sowas sein, nur mal halt Fakten auf den Tisch gelegt. Deswegen. So, ist der Finde noch da? Ist der Finde noch da? Kann ich ihn zuholen? Interact. Und Guest. Go live together. Invite set. Moin. Moin. Alles gut bei dir? Jo. Jo. Doch mal zu sein. Jo. Scheint wohl leicht geknickt zu sein. Oh. Ein bisschen. Scheint es mir auch noch recht jung zu sein. Ja, ich bin ja halt erst alt. Wie alt bist du? 11. Auch? Oh. Habe ich ein junges Publikum erwischt. Uiuiui. Uiuiui. Jo, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und du hast jetzt schon eine Freundin. Ich bin sehr jung. Oh, ja. Eigentlich hatte ich ein paar. Ja. Bitte? Ich hatte meine erste Freundin halt mit 6. Mit 6? Ja. Oha, 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 okay, okay, okay. Ich sehe. Obwohl ich so aussehe wie ein Esel, ich verstehe das nicht. Was? Obwohl ich wie ein Esel aussehe. Esel. Niemand sieht aus wie ein Esel. Hey Gott, ich. Alter. Wie schon. Zieh dich doch nicht weiter runter, als du bist. Man sollte immer das Gute sehen und nie das Schlechte. Ja. Dafür, dass ich jünger bin als du, habe ich trotzdem mehr Follower. Ne? Kommt darauf an, ne? Jetzt kommt da, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass mein Content wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, auch mehr an ältere Leute gerichtet ist, so ein bisschen. Ich bin ja nur noch 25. Mitte 20 heißt, ich gehöre quasi fast praktisch schon zum alten Eisen. Fast schon. Mhm. Hier im Norden bin ich die Tradition, sobald einer
sobald jemand 25 wird, kriegt der einen Sockenkranz aufgehangen. Dann ist man eine alte Socke. Bei der Frau sind es Schachteln, weil die nämlich dann eine alte Schachtel ist. Ja. Nimmt alles auf, gibt nichts ab. Bitte? Nimmt alles auf, nimmt nichts ab. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Damals, als ich so alt war wie du, da hatte ich, glaube ich, hauptsächlich nur ein Handy gehabt und das war ein Tastenhandy. Das war Zeiten. Ja, ich habe jetzt auch erstmal ein zweites. Okay, wir haben das Handy, was ich zurzeit habe, das ist mein, Gott, wie viertes? Achtes oder neuntes oder so ein Scheiß? Kam aber auch, weil ich meine Handys viel zerdeppert habe. Einige sind auf den Fliesen geflogen. Oh. Mein allererstes Handy ist sogar ersoffen. Als ich ins Eis eingebrochen bin. Und mein allererstes Handy ist dann dadurch ersoffen. Also, so wie es aussieht, hast du nur ein Dachschaden erlitten. In was? So wie es aussieht, hast du nur einen Dachschaden erlitten. Sonst nichts. Na Gott. Jeder von uns hat so einen leichten Dachschaden, ne? Ja. Ich meine, mit 6 eine Freundin zu haben, ne? Das stimmt. Ich habe meine erste Freundin 2013 kennengelernt. Und die habe ich jetzt immer noch. Oh ja. Ja. Aber wie verrückt ab. Der hat bis jetzt, also jetzt hat er wirklich eine Verlobung gehabt, tatsächlich, aber bis dahin hat er seine Freundin fast gewechselt, wie jeder andere Mensch seine Unterwäsche. Also war echt schlimm. Ja. Und mein Cousin war ungefähr genau das gleiche Thema. Mal hat er die gehabt, mal hat er die gehabt und mal die und bla und bla. Und da haben wir uns alle gedacht, wann findet er die richtige? Ja, und jetzt hat er sie gefunden. Hat verlobt, hat sich verheiratet, hat ein Kind jetzt mit der. Bums. Jo. Und er ist jetzt 29, mein Bruder ist 28. Heißt also ungefähr in dem Zeitraum wird es bei mir auch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mich verlobe und verheirate. Ja. Also bis dato kann ich mich noch glücklich schätzen, unverheiratet zu sein. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich eventuell meiner Freundin einen Verlobungsantrag mache. Und eventuell auch mich mit ihr verheirate, je nachdem, wie es läuft mit ihr. Sie ist ja nun mal auch eine beschäftigte, arbeitende Frau. Was auch so eine Sache ist. Ja. Na, bist du müde? Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Jo. Ja, ist ja Wochenende. Ein bisschen viel. Du, weißt du was? Ich hab da was gegen. Energy Drinks. Ich selber habe zwar damit aufgehört, weil es meinem Herz nicht gut bekommt, aber keine Ahnung, wie es bei dir steht. Jo. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie es darum steht, ob das Kinder überhaupt dürfen. So, weißt du? Ja. Ich will mich da einmischen und so, aber ich will jetzt auch hier niemanden der Gesundheit schaden. Das wäre ja auch blöde, wenn ich jemanden sagen würde, trink Energy. Das ist ja genauso wie wenn ich irgendjemanden sagen würde, trink Alkohol. Energy ist ja auch ziemlich schädlich. So, weißt du? Also ich finde, für junge Leute, die sollten das nicht trinken. Ja.
deswegen. Ich hab, also er hat so das auch noch. Naja, so. Ja, deswegen. Ich hab. Ich halt, deswegen ist es halt so. Ich. Wenn jemand wach bleiben will, kann er es gerne trinken. Aber muss dann aber auch mit den Nebenwirkungen rechnen. Ja, Kaffee ist, finde ich, besser als euch. Na, ich selber trinke gar keinen Kaffee, weil ich finde, zu bitter für meine Verhältnisse. Ja. Und, was soll ich sagen? Ich bin einer, der es mehr süß mag. Oh. Oh. Und dann komme ich halt wieder auf dieses Thema Nutella mit oder ohne Butter, ne? Definitiv ohne Butter. Definitiv. Ja. Nutella ist schon süß und ich auch. Süß, zuckrig und fettig genug. Und das Ding ist, in Nutella ist halt schon Butter drin. Was machen die da halt noch mehr drauf? Ne? Soll ich gerade sagen, das ist halt der größte Schwachsinn ever. Wenn ich Leute sehe, ja, die Nutella und Butter gleichzeitig haben, dann denke ich mir immer nur, hey, was ist das denn? Wollt ihr euch jetzt voll damit zufetten oder was? Also echt. Ja, das ist, wenn man Toast mit einem Toast isst. Das macht keinen Sinn. Ist so. Das macht vollkommen keinen Sinn. Deswegen, ich bin da, ja, bin da völlig bei dir. Ich selber zum Beispiel, ich hab, es ist halt auch völliger Schwachsinn. Zum Beispiel auch diese Sache mit dem Müsli, mit dem Cornflakes, beziehungsweise mit dem Müsli. Ob erst Cornflakes rein und dann Milch oben drauf oder umgekehrt. Und wenn die an, wenn Leute sagen umgekehrt, dann denke ich mir nur, Bro, was ist falsch bei euch? Komplett ja, weil los. Ich mach das halt komplett verwirrt, ne? Ja, wenn Leute erst Milch rein und dann Cornflakes rein, dann denke ich mir nur, was? Zum Teufel läuft bei denen falsch. Ja. Ich mache sozusagen beides zusammen. Ich mache erst die Milch ein bisschen rein, dann Cornflakes und dann wieder Milch. Also wie so ein Toast halt. Okay, das ist ja mal eine ganz neue Variante. Habe ich ja auch noch nicht gehört. Ja, ich mache das ein bisschen anders als alle anderen. Ne? Jo. Na gut, anders zu sein ist auch irgendwie cool. Ja, weil wenn irgendjemand so... Ich finde, das ist halt so wie so ein Kindergartenstreit, ne? Ja, du darfst nicht damit spielen oder so. Das mach doch einfach, teil das doch einfach. Wollte ich gerade sagen. Aber es ist halt wirklich... Sag mal, woher kommst du eigentlich, wenn ich fragen kann? Also welches Bundesland? Schleswig-Holstein. Echt? Schleswig-Holstein? Krass. Ja, ich komme aus Niedersachsen. Jo. Moin, Erik. Was geht? Ich hab hier gerade einen Kumpel drinne. Auch ein Arbeitskollege von mir. Ich, der sich auch nur so denkt, aha, reinguckt. Ach, das macht er ganz gerne bei mir. Ja. Das ist halt immer so sein Ding jedes Mal. Jedes Mal das Loch und dann reingeguckt. Und dann denke ich mir, ja, genau. Ich laufe durch die Klasse, mach das. Wir haben so diese Kamera, damit das dann an diese Tafel angeschrieben wird, ne? Der Lehrer ist kurz weg, ich mach instant dieses Loch da drunter. Alle gucken rein, alle. Auch nicht schlecht, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Oh Mann. Ich nehme einfach die ganze Klasse hops. Weißt du, wie du das auch, was du auch machen kannst? Du kennst du Rick Rowling? Kennst du Rick Rowling? Ja. Kennst du's? Jo. Dann weißt du ja, was du bei deiner nächsten Mission zu tun hast. Jo. Einfach mal Never Gonna Give You Up auf die Monitor erscheinen lassen. Und wenn dann der Lehrer wiederkommt und das Video spielt, dann wird er wahrscheinlich so doof aus der Wäsche gucken und sich fragen, wer war das? Und dann einfach, naja, so wie ich meine Klasse kenne, die würde mich sofort verraten.
Doofe Klasse. Ja, ja, aber ich meine, ich habe 15 Freunde. Schweine. Ha? Ich habe 15 Freunde von 20 Leuten in der Klasse. Okay. Oh, und die anderen 5, die verraten nicht dann. Na tolle Kiste. Nee, einer ist mit Biotonne und der Rest, ja. Ah, okay. Das ist krass. Das ist krass. Oh Mann, ey. Sag mal, bist du nur hier auf TikTok tätig oder hast du auch einen YouTube-Kanal? Ich habe auch einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, aber auf YouTube bin ich nicht so oft da. Also mein Vater streamt eher auf Twitch. Und wie heißt du auf YouTube, wenn ich fragen darf? Warte, ich schreibe das kurz rein, weil das ist ziemlich kompliziert. Ja, bin ich klar. Bin ich voll bei dir. Jo, ist reingeschrieben. Jo, warte kurz. Aha, okay. MAKSYM. Okay. Okay. Läuft. Dann Filters, Channel, Maxim. Hä? Was der Fuck? Noch eingegeben. Bin ich jetzt völlig lost? Ja. Der Name Maxim scheint wohl polnisch zu sein. Ja, das ist ein polnischer Name, ja, richtig. Weil ich sehe das hier nämlich gerade. Hier heißt nämlich jemand Maxim, hat 23,8k Subscribers, 405 Videos. Und da steht dann was auf Polnisch. Wspieraj, wies, glepie, goddamn, Maxim. Das scheint wohl ein Promocode zu sein. Kann sein, weiß nicht. Mhm. Ja. Aber deinen Kanal selber finde ich jetzt irgendwie nicht. Das ist seltsam, obwohl ich noch Channel gefiltert habe. Wie viele Abonnenten hast du denn? Oh, keine Ahnung. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt bei YouTube. Nicht viel cooler davon. Ich trinke so viel, wie ich will, mein Lieber, von und zu Ehre Griebesiel. Und wenn ich die ganze Buddel auszufüllen. Mir egal. So, was haben wir denn hier? Schinker Maxim. We do a little trolling milestones. Okay. Wir haben mal jetzt den Maxim. Gram, die Glocke, sie wie Kassier. Mikrofon, Novox, NC, Klaviatura. Okay. Hast du irgendwas oder was geht ab? Hey? Schreibst du irgendwas oder was geht ab? Nee. Ich geh ihn halt einfach. Nein, ich meine diese Vibration im Hintergrund die ganze Zeit, diese wird. Ist der los? Ich find's grad echt nicht. Was ist denn los, Channel? Ah, mach nichts. You can't knock me. Ich hab hier insgesamt 3. Ich habe hier einen gefunden mit 14 Subscribers, einen mit 6 Subscribers und der andere mit 53,8 Subscribers. Aber wie du das da geschrieben hast, finde ich das nicht. Der eine hat 4 Videos und der andere hat ein Video. Ja, kannst du mir sagen, was für ein Bild du hast bei YouTube?
Ich müsste so einen Totenschädel haben, glaube ich. So einen Totenschädel? Ich mach mich nicht. Sauf nicht auf Ex. Erik, so lebensmüde bin ich nicht. Ich freue mich gerade durch sehr viele Ergebnisse, aber irgendwie ist gerade Land unter. Kanal ist nicht auffindbar, komischerweise. Hab jetzt schon die ganze Zeit runtergescrollt, aber kommt nicht in Sicht. Es gibt so viele Maxim da draußen. Da wird der zwar zwischen sein, aber ferner ich den finde. Und meine Scrollleiste ist ungefähr schon so groß. Ja, dann wird mal höchste Zeit für mich. Ich habe nur noch 3% Akku. Ja, denn. Saula. Saula und Maxim. Ja, ciao. Und schlaf gut. Ja, du auch. So, werde ich machen ciao. Später. Ciao. Jo.
Dann mal die nächste Person. Invite. Invite set. Ciao, Maxim. Geht das? Erik, du kannst leider noch nicht live gehen. Du musst eine gewisse Anzahl an Follower haben, bevor du live gehen kannst. Ich kann dir keine Invite senden. Jo, Maxim. Bis später. Ach, Lars. Ach so, ja. Sorry. Bis später, Lars. Ah, okay. Der Arzt zieht von deinem Vater. Alles klar, ja, ist gut, okay. Ist vollkommen okay. Bis später, Lars. Ciao. Ja, Erik, man muss insgesamt was 1000 Follower haben, um live zu gehen. Ansonsten geht's nicht. Du hast gerade mal erst 351 Follower. Deswegen geht's gerade noch nicht. Du musst ein paar Follower mehr haben. Ein paar ist gut. Ein paar in Anführungszeichen wohl eher. So. So, was machen wir jetzt? Es ist 1.23 Uhr und die Leute gehen nach und nach ins Bett. Was ich natürlich nicht fun, was ich natürlich no fun finde. Was, Erik? Was heißt hier was? Das ist Fakt. 1000 Follower musst du haben und dann bist du dabei mit dem Live gehen. Vorher geht's nicht. Die Fortnite Gang 4. Ist er noch drinne? Die Fortnite Gang 4? Nee, ist schon wieder raus. Alles klar, läuft. Hab gedacht, die bleibt noch drin, die Fortnite Gang 4. Naja, war ein Versuch wert. Hey, Katie. Cool, dass du da bist.
Was meinst du, Erik? Das wusste ich nicht. Sicht sagt die. Ich kann mit dem Satz nichts anfangen. Scheint wohl, als würde sich die Kleine mehr dafür interessieren, mit mir live zu gehen. Okay. Leute, dann mache ich an dieser Stelle mal Schluss und gehe aus dem Live raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 4.000 Likes habe ich gesammelt. Das war... Achso, das wusste ich nicht, das wollte ich gerade sagen. Ja, jetzt weißt du es, Erik. Ja, Vergeltung 35, 2905. Ja, Leute, wie gesagt, ich beende hier meinen Livestream. 4.000 Likes. War teilweise recht fun. Und dass ich die gesammelt habe, ich habe insgesamt drei oder vier Matches gemacht. Zwei habe ich, glaube ich, gewonnen, soweit ich weiß. Den Rest habe ich verloren. Vielleicht das nächste Mal gehe ich etwas früher live und dann kriege ich auch ein paar mehr Leute als Zuschauer und dann kann ich ein paar mehr Matches gewinnen anstatt verlieren. Ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Livestream oder bis zum nächsten Video, wie auch immer. Nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und wenn ihr wollt, geht auf mein Instagram-Profil und folgt mir da und ansonsten sage ich, bin ich raus. Ciao!